Das Parkhaus Züblin im Herzen Stuttgarts. Auf den ersten Blick ein gewöhnliches Parkhaus. Doch es bietet gleichzeitig einen Ort für Kultur, einen Ort fürs Zusammentreffen. 2020 eröffnet die Kunst- und Kulturvermittlerin Sarah Dahme den Kulturkiosk, ein Raum im Parkhaus. Ihr Konzept des Kulturkiosk stellt sie in Bezug zur Umgebung, zum klassischen Kiosk gegenüber und zur städtischen Nachbarschaft. Für mich ist der Kulturkiosk tatsächlich ein Begegnungsort und ein Möglichkeitsraum. Der heißt schon extra Kiosk, weil hier tatsächlich, also schräg gegenüber, ist der Corner 17 und eben die Erweiterung durch die Kultur. Das nochmal so zusammenzubringen, war schon auch die inhaltliche Idee, weil für mich ist ein Kiosk ein Ort, an dem es lauter Dinge gibt, von denen ich, bis ich den Raum betreten habe, nicht wusste, dass ich sie brauche. Wir haben dann so Kunstmagazine und ich habe zum Beispiel auch so ein kleines Musiksortiment von Stuttgarter Künstlerinnen und Bands. Also so ein Kiosk ein bisschen erweitert. Und natürlich das Allerwichtigste am Kiosk ist, dass die Jungs und Mädels, die dort arbeiten, den kompletten Kiez kennen, und es geht natürlich auch um die Geschichten. Da wird sich ausgetauscht. Das fand ich schön als Basisidee für den Kiosk, weil hier ist auch die Idee, dass natürlich 50-50 die Bar, das Café und eben die Galerie hier sind, also ein Kulturort. Und ich habe halt die Hoffnung, dass es vielen ein bisschen diese falsche Ehrfurcht gegenüber der Hochkultur nimmt, dass es einfach was ist, wo ich teilhaben kann. Und all das möchte ich eben nehmen, indem ich das so ganz simple öffne. Das Parkhaus und die unmittelbare Umgebung tragen zum Charakter des Kulturkiosks bei. Das ist natürlich ein total extremer Ort, weil dieses Parkhaus auch wie so eine Art Riegel oder Mauer oder ein Bergmassiv funktioniert zwischen dem Wohnenviertel auf der einen Seite und der Leonhardsvorstadt auf der anderen Seite. Und natürlich ist ja auch gleich das Rotlichtviertel gegenüber, ist das High Noon der Caritas, der Substitutionsstelle. Trotzdem parken hier Leute, die irgendwie dann beim Bräuninger schick shoppen gehen. Und hier finden natürlich auch Begegnungen statt, die, sage ich mal, an anderen Orten gar nicht möglich wären. Hier trifft sich ein ganz anderes Stuttgart. Im März 2020 wird vieles anders. Einschränkungen lähmen die Kulturszene. In genau dieser Zeit gründet Sarah Dahme den Kulturkiosk. Also es passiert eigentlich unglaublich viel auf eine gewisse Art, diese Fördersachen, die da aufgerufen worden sind, das ist super. Und trotzdem ist das, was Kultur ausmacht, nämlich ein Miteinander, das kann man irgendwie nicht ersetzen. Und ich hätte mir schon gehofft, dass die Kultur mehr Aufmerksamkeit bekommt. Und eigentlich ist es immer wieder so gewesen, dass in der Sekunde, wenn hier was gelaufen ist, sage ich mal, dass dann sofort wieder eine Veränderung kam in den Pandemievorgaben und ich dann sofort wieder umdenken musste und sage, okay, letzte Woche ging das noch, dass wir eine Band hier drin hatten und Leute draußen an Tischen saßen. Ja, aber jetzt ist die Außengastro verboten. Was mache ich jetzt? Also jetzt kann ich nicht mehr durch die Getränke die Gage von den Musikern irgendwie finanzieren, sondern jetzt habe ich ja kein Einkommen mehr. Doch Sarah Dahme findet Möglichkeiten, trotz der Einschränkungen Kultur zugänglich und erlebbar zu machen und setzt viele innovative Projekte um. Sie hat den großen Vorteil, dass sie mit ihrer Arbeit sehr flexibel und unabhängig ist. Sie kann direkt im Jetzt agieren und verschiedenste Sachen ausprobieren. Ich habe viel zu viele Ideen, als dass ich die selber umsetzen könnte, sondern ich finde es immer ganz spannend, mit anderen irgendwie Ansätze weiterzuentwickeln. Das ist auch total schön und auch dieses, sich ein anderes Format zu überlegen. Ich bin immer wieder beeindruckt, wie viele Leute die Angebote des Kiosk eben online nutzen. Ich denke auch, dass der Kiosk vielleicht nie zu dem geworden wäre, wenn er in der normalen Zeit einfach auch eröffnet hätte. Für uns war es ein Stück weit ein Glück, weil keine Erwartungen da waren, sondern wir echt einfach machen konnten. Es bleibt spannend. Es gibt noch keine Lösung X, die hier funktioniert. Es ist jedes Mal eine Variable, die neu gespielt werden muss.